Herzlich willkommen zu diesem Video von Course of UTech. Heute möchte ich euch eine Variante vorstellen, wie ihr die G-Data Boot CD auf einen USB-Stick bekommt. Wir haben bereits schon ein Video über die normale CD gemacht. Das findet ihr natürlich bei uns im Channel. Ich werde es auch nochmal verlinken, weil da seht ihr dann praktisch, wie ihr die DVD oder die CD auch benutzt. Aber wie bekommt man jetzt diese ganze Geschichte auf einen Stick? Die Jungs von G-Data oder Jungs und Mädels von G-Data, die lernen natürlich auch dazu, und in den letzten Versionen war dieses Feature dann immer fest integriert. Damals, wo wir das Video aufgenommen haben, war das eben noch nicht so. Es gab zwar eine Möglichkeit, aber die war natürlich nicht offiziell supported. Jetzt gibt es eine offiziell supportete Version. Und es gibt ja auch immer mehr Geräte, die kein optisches Laufwerk mehr haben. Mein Notebook zum Beispiel, mein Lenovo Notebook, hat auch kein DVD-Laufwerk mehr. Da muss ich dann theoretisch auch mit solchen Sticks arbeiten und dann kann ich das Teil auch scannen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt hier mal einen 4 GB USB-Stick angesteckt und den können wir jetzt verwenden und da diese Boot-CD aufspielen. Hier habe ich schon mal die G-Data Total Protection geöffnet und wir gehen hier mal auf den Virenschutz und hier unten Boot Medium erstellen, und jetzt öffnet sich hier so ein schöner Wizard. Jetzt könnten wir hier nochmal unsere Signaturen aktualisieren, würde ich auch empfehlen, das kann man dann mal gern machen. Kleiner Hinweis noch zum Stick, man sollte auch beachten, dass der Stick auch wirklich keine wichtigen Daten mehr beinhaltet, denn der Stick wird komplett formatiert. Hier haben wir unseren Laufwerksbuchstaben, Flashdisk, also USB-Stick, und jetzt kann man hier noch die Formatierung einstellen. FAT32 ist schon mal in Ordnung. Und also wie gesagt, das muss auch kein teurer USB-Stick sein, das reicht schon ein 4 GB Stick aus, und die kriegt man mittlerweile ja hinterhergeworfen. Und ja, jetzt bestätigen wir das Ganze nochmal. Ja, der soll formatiert werden und jetzt wird daraus ein Antivirus-Bootstick. Und hier sieht man diesen Vorgang. Während das durchläuft, noch ein kleiner Hinweis zu der ganzen Geschichte mit diesem Boot-Medium. Da bin ich jetzt auch privat schon angesprochen worden drauf. Es ist so, dass G-Data auch auf seiner Website oder auf ihrer Website bieten die auch eine Boot-CD an zum Download. Allerdings, wenn ihr kein G-Data-Kunde seid, dann könnt ihr die auch nicht benutzen. Das heißt, ihr müsst eure Zugangsdaten eingeben für eure Viren-Pattern zum Aktualisieren. Also ihr bekommt ja so einen Zugang oder eine Lizenzschlüssel, und den müsst ihr da eben eingeben. Entweder oder. Einmal der Zugang oder halt eben euer Lizenzschlüssel. Deswegen ist das Ganze keine kostenlose Boot-CD. Wir werden aber auch nochmal zwei oder drei, je nachdem, ich muss mal gucken, wie weit wir damit kommen, aber ich denke mal, wir werden zwei, drei weitere kostenlose DVDs, CDs, wie auch immer, vorstellen, die man benutzen kann. Eine weitere kostenpflichtige hatten wir ja auch schon vorgestellt, das war die CT Desinfect. Die ist jetzt nicht schlecht und die funktioniert auch recht gut. Aber es gibt auch noch weitere Alternativen, die vielleicht teilweise ein bisschen schicker ist. Jeder Hersteller hat da so seinen eigenen Charme, sag ich mal, was die Boot-CD angeht. Bei G-Data ist es recht einfach gehalten, also man findet sich schnell zurecht und man kommt schnell zum Ziel, aber dafür hat man halt nicht so viel Schnicki-Micki außenrum, sag ich mal, mit einem Browser und was manche da noch reinpacken. Der eine hat sogar TeamViewer mit reingepackt, dass man eine TeamViewer-Sitzung aufbauen kann, also Fernsteuerung. Sowas ist da natürlich nicht drin. Aber falls euch das interessiert, wie das genau funktioniert mit dieser G-Data Boot-CD, wie das dann weitergeht, ich zeige jetzt hier nur diesen Brennvorgang und wie ihr das auf den Stick bekommt, dann guckt einfach das Video zur Boot-CD noch an. Da könnt ihr dann vorspulen zu dem Teil, wo es dann um die Benutzung geht, und dann sieht man auch mal die Oberfläche. Also ich finde, das ist so eigentlich die richtige Balance zwischen die Notwendigkeit von Tools und, sag ich mal, Überladung, weil viele neigen halt dazu, viele Hersteller das zu überladen. Ja, wir überprüfen das Ganze natürlich nochmal auf Fehler, das ist auch wichtig. Ihr könnt den Stick ab jetzt eigentlich dann erstmal
in den Schrank legen, das würde gehen. Das Ding ist allerdings, dass auf dem Stick dann auch die Zugangsdaten für eure G-Data-Software abgespeichert sind. Das heißt also, wenn eure Lizenz abläuft, dann ist auch der Stick erstmal nicht mehr brauchbar. Ich würde euch halt dann empfehlen, einfach einen neuen Stick zu machen. Wenn ihr die Lizenz ändert oder verlängert, wenn ihr sie verlängert und die Zugangsdaten bleiben gleich, ist alles in Ordnung. Kauft ihr aber einen neuen Key, bekommt neue Zugangsdaten, dann müsst ihr halt einen neuen Stick machen. Das ist halt der große Vorteil von USB-Sticks. Früher hatte man das Ganze immer auf CDs gebrannt. Das war jede Menge Müll, sag ich mal, weil man die CDs halt immer wieder wegschmeißen musste. Einen Stick, den kann man halt immer wieder verwenden, bis er halt dann wirklich mal den Geist aufgibt. Und da sehe ich halt den großen Vorteil von dieser Stick-Lösung. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt diesen Stick erstellt. Der ist jetzt fertig. Theoretisch könnten wir jetzt von dem Stick booten. So, wir haben es geschafft nach gefühlten 5 Versuchen. Ja, das Problem ist halt einfach, wenn man da nicht schnell genug ist und dann hüpft bei VMware dann immer der Cursor raus, also der Mauscursor, und dann ist man wieder im normalen System, sag ich mal. Aber das hat uns jetzt alles mal nicht zu interessieren. Wir gehen nämlich jetzt hier auf Boot und wir setzen jetzt einfach mal die Removable Disks oder Devices. Disks ist Quatsch, Devices nach oben mit dem Pluszeichen. Ja, und das ist es eigentlich schon. Und ich habe das bei mir halt standardgemäß immer so eingestellt, eigentlich, dass er zuerst eben CD, dann die Removable Devices und dann halt erst auf die Festplatte geht. Ja, Netzwerkboot brauche ich hier im privaten Umfeld eigentlich eher überhaupt nicht. Im Firmenumfeld macht das halt dann Sinn, wenn ich zum Beispiel einen PXE-Server habe und kann dann eben von dem PXE-Server booten, zum Beispiel. So, wir speichern das. Save Changes funktioniert auf einem physikalischen Rechner wunderbar. Ich mache das nur noch mit dieser Methode. Ja, sind wir eigentlich mit dem Video durch. Erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr zugeschaut habt. Wir würden uns natürlich auf dem Tech-Channel auch über ein Abo freuen, wenn ihr sagt, Mensch, wir wollen mehr sehen. Gerne könnt ihr natürlich auch uns irgendwelche Anmerkungen schicken, Verbesserungsvorschläge, aber auch Tipps, wo ihr sagt, Mensch, das habe ich neulich entdeckt, macht doch darüber mal ein Video. Da freuen wir uns auf jeden Fall drüber. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Entweder schreibt einmal in unsere Community, qso4u.com/community, oder ihr schickt uns einfach eine Mail an redaktion@qso4u.com und wir werden dann entweder antworten oder eben das gleich in die Tat umsetzen. Aber ihr bekommt auf jeden Fall dann von uns eine Reaktion. Und ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal, euer Steffen Kolb von QSO4U Tech.